Berlin, Hauptstadt von Kunst und Kultur. Nirgendwo in Deutschland gibt es mehr zu sehen. Picasso, Caravaggio, Pergamonaltar. Museen und Sammlungen mit hunderttausenden Kunstwerken und alten Relikten von unschätzbarem Wert. Jedes Jahr kommen Millionen Menschen nach Berlin. Viele von denen gehen natürlich auch ins Museum, vor allem hier, auf der Museumsinsel. Hier gibt es viele tolle Sachen. Statuen aus Afrika, Artefakte aus Asien, sogar ein ganzes Schiff. Da vorne im neuen Museum ist die Büste der Nofretete aus Ägypten. Dahinter ist das Pergamon-Museum, da ist das Ishtar-Tor aus Babylon, dem heutigen Irak. Oder hier im Humboldt-Forum, dort drin steht der Thron Manduyeno aus dem Königreich Bamum, dem heutigen Kamerun. Aber warum erzähle ich das alles? Erstmal, um anzugeben, was ich alles Tolles weiß, aber auch, um darauf hinzuweisen, dass unsere Museen hier in Deutschland vollgestopft sind mit dem kulturellen Erbe anderer Länder. Beispielsweise 90% des Kulturerbes von einem Großteil des afrikanischen Kontinents steht in westlichen Museen. 90%. Da denkt ihr, das ist ja fast alles. Genau. Viele ExpertInnen sagen, diese Objekte gehören nicht hierher, weil vieles davon in der Kolonialzeit einfach mitgenommen wurde. Alles, was im kolonialen Kontext kommt, ist entweder Raubkunst oder ist illegal erworben worden. Und insofern sind alle diese Objekte infiziert. Daran klebt Blut. Wir Europäer sind damals durch fremde Länder spaziert, wie durch eine Shopping-Mall, und haben hier und da mal angehalten und gesagt, oh, das ist aber schön, das hätte ich gerne. Und haben das dann mitgenommen. So als würde jetzt jemand hierher kommen und sagen, ach, das Brandenburger Tor, das ist aber wirklich sehr schön, das nehme ich mit. Dann würden wir vermutlich auch sagen, nee, Moment, das ist ja unsers. Außerdem ist das ja auch sehr sperrig. Hat uns damals vor 144 Jahren nicht davon abgehalten, in der Türkei den 35 Meter langen Pergamonaltar abzubauen und bei uns wieder aufzubauen. Damit wir das jetzt hier herrlich zwischen Bubble Tea und Primark bestaunen dürfen. Aber wieso konnten wir das machen? Hatte da nicht jemand was dagegen? Die Länder, aus denen diese Kunst entwendet wurde, waren meistens von uns Europäern beherrscht, um nicht zu sagen unterdrückt. Wir haben sie zerstört, wir haben sie getötet und wir haben das, was noch dort übrig war, mit nach Europa genommen. In kolonialen Kontexten können wir nicht weder von Schenkung noch von Verkauf noch von Vertausch sprechen, denn die Kräfte sind einfach unterschiedlich. Ja, okay, ich meine, aber jetzt ist ja 2022. Jetzt wissen wir das ja alles und finden das nicht gut. Also könnte man ja wenigstens die Sachen jetzt zurückgeben, was ja die betreffenden Länder auch seit Jahrzehnten schon fordern. It's ours. Just give it back. Every piece that has been stolen from Egypt, it should come back. Wir wollen die Artefakte unbedingt zurück. Aber mit wem sprechen wir da? Ja, und warum wird das dann nicht gemacht? Museen tun alles dafür, dass diese Objekte nicht zurückgehen. Würde dieses Objekt England oder Spanien gehören, dann würde Deutschland diesen Objekt sofort zurückgeben. Das tun wir nicht, weil es um ein Land geht, wo hauptsächlich schwarze Menschen leben und dass dieses Land in Afrika ist. Es geht um Machtausübung. Und solange der Westen sich so mächtig fühlt und der afrikanische Land und die Menschen, die dort leben, als Untermenschen begreift, können wir so handeln, so wie wir handeln. Also ob geklaut oder geschenkt, die Museen stellen Objekte aus, die nicht gehören und geben die auch nicht zurück. Also für mich klingt das irgendwie nicht richtig. Aber es klingt wie eine pfiffige Geschäftsidee, Sachen zu nehmen, die einem nicht gehören, und dann dafür Geld und Prestige kassieren, damit andere Leute sich das angucken können, ist ja sehr gut. Ich würde sogar sagen, sensationell, da möchte ich dabei sein. Deswegen klauen wir den Museen heute alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Schilder, Mülleimer, Stühle. Also bis auf die Kunstwerke, die brauchen wir nicht klauen, die sind ja schon geklaut. Und dann bauen wir die schön auf und dann haben wir unser eigenes Museum. Und jetzt wird geklaut. Wir wollen zwei Museen beklauen, das Humboldt-Forum und das Pergamon-Museum. Damit wir nicht auffliegen, haben wir uns Tricks überlegt. Verkleidung, Ablenkungsmanöver. Damit wir diese Museen ausnehmen können wie eine Weihnachtsgans. Das Problem, wenn man was klauen will, ist immer, dass sich sofort jemand findet, der was dagegen hat. Das heißt, wir mussten das Ganze versteckt machen. Wir mussten die Kameras verstecken. Wir mussten alle Mitarbeiter verstecken. Ich musste mich verstecken.
Herzlich willkommen zum größten Museumsraub der Geschichte dieses Landes. Das werden die aber nicht gut finden da vom Museum. Also warum nicht? Die machen das ja selber. Die klauen ja auch Sachen und stellen dann die geklauten Sachen bei sich ins Museum. Das heißt, das Prinzip finden die ja richtig gut. Die dürfte ja nicht erkannt werden, also habe ich mir besondere Methoden ausgedacht. Kommt ihr einmal bitte, ich kann das nur erklären, wenn man euch sieht. Max und Jana, unsere Mitarbeiter, die sollten ein Influencer-Pärchen sein. Das ist ein Kostüm, aber man sieht das nicht. Hä, sieht aus wie ein Kelvin. Jana hatte so ein sehr ausladendes Kleid und dieses Kleid hatte einige Finessen. Das hier ist der Rock, der hat hier so ein Gestell drunter, das heißt, da kann man also gut geklaute Sachen drunter verstauen. Jetzt wundern wir uns, warum hat sie noch mehr Hände? Das sind deine echten Hände, ja. Das sind deine diebischen Klaufinger. Und diese Hände, das sind eigentlich nur Gummihände. Das heißt, du kannst in aller Seelenruhe alles mitnehmen, was nicht mit und nagelfest ist. Gut, oder? So werden wir es machen. Habt ihr richtig Bock? Richtig Bock. Alle sind dann auf Position gegangen, haben sich versteckt und dann haben wir die erste Aktion gestartet. Max, geh jetzt mal in die Rolle als Influencer, bitte. Oh, das Light ist richtig nice. Ist richtig wild. Und dann habe ich gesehen, dass oben so ein Mülleimer steht. Und der hatte sogar noch einen Zigaretteneinsatz, also ein richtig geiles Ding. Der hat es mir angetan. Da dachte ich, Max und Jana sollen den klauen. Oben rechts ist ein Mülleimer, den hätte ich gerne. Ja. Ja, mit dem im Hintergrund. Oh ja, das sieht gut aus. Das wäre, glaube ich, wild. Mal hier von der Side. Max, du verlierst dich in der Rolle. Wir wollen was klauen. Ja. Oh, wie Kim. Wie Kim bei der Met Gala. Könnt ihr bitte mal kurz gucken, ob da irgendwelche Mitarbeiter rumstehen? Nee. Hey, sieht gut aus hier. Okay, dann. Positionier dich mal hier. So, das ist so ein bisschen urban. Da haben wir so ein bisschen einen urban Flair. Oh, das ist nice. Klingt perfekter gut. Perfekter Glow. Ja. Ja, so? Ah, ja. Lass ihn mal verschwinden, da, Jana. So. Nice, ja. So da drüber. Okay, ja, das sieht richtig gut aus. Hast du ihn, Jana? Den oberen Teil. Das sind zwei Teile und das untere lässt sich nicht heben. Zu heavy? Nee, du musst jetzt probieren, das ganze Ding mitzunehmen. Okay. Okay, dann können wir noch mal ein Urban-Foto machen, Max? Jana hat den Zigaretteneinsatz schon gehabt und dann bin ich gierig geworden. So, und jetzt richtig so doll du kannst, hebst du das jetzt hoch, Jana. Moment, das sind zwei Teile. Schaffst du? Keine Chance. Scheiße, da kommt ein Typ vom Museum. Ha? Kann man dir irgendwie helfen? Ja, wir machen hier so Fotos. Wir machen Bilder. In dem Moment kam dann der Mitarbeiter und hat es dann bemerkt. Nee, wir wollen ja nur nicht im Pick haben, weil... Nur nicht im Bild, weil das sieht so schön aus. Sind also private Fotos, ja? Ja. Ja, genau. Für Instagram halt. Der vom Museum, der ging dann wieder weg. Ja. Nehmt einfach nur den Deckel mit. Nehmt nur den Deckel mit. Okay. Ja. Okay, das ist einfach perfekt. Nehmt einfach den Deckel mit und ab nach Hause. Aber als Max und Jana los wollten, kam der Typ wieder. Gerne. Hallo? Ja? Deckel vom Mülleimer? Welcher Deckel? Der hier drauf geht. Wir nicht, wir machen healthy Lifestyle. Wollt ihr den wieder drauf machen? Gebt es zurück, gebt es zurück, gebt es zurück und geht. Und damit wir nicht komplett auffliegen, haben wir das dann wieder zurückgebracht. Das war blöd, ich hätte den oberen Einsatz eines Mülleimers schon haben können. Scheiße, wir hätten einfach abhauen müssen. Ich hätte riesen Angst, dass der Mitarbeiter dort einen Großalarm auslöst. Geht einfach, haut einfach ab, okay. Komm, haut ab. Und das SEK ruft und am Ende sich Leute mit Strickleitern und Hubschraubern abseilen. Scheiße, scheiße, scheiße. Dann ist er denen sogar noch hinterhergelaufen, bis da runter auf die Straße. Die Security kommt. Verlassen Sie jetzt bitte das Gelände. Ja, machen wir. Alles klar, sorry. Und er hat dann gesagt, hier, Museumsinselverbot. Sie wollten den Mülleimer klauen. Okay, sorry. Er hätte diesen Mülleimer mit seinem Leben und dem Leben von 10 Unbeteiligten verteidigt. Jetzt geht er nochmal hin und hat sich jetzt nochmal vergewissert, dass der Mülleimer in einem ordnungsgemäßen Zustand jetzt ist. Da muss ich einsehen, das war nix. Hat einfach nicht geklappt. So, jetzt haben wir noch eine weitere Methode, mit der wir probieren, mehr Dinge in unseren Besitz zu bringen. Hallo, Rauli. Ich habe jetzt noch gar nicht genau gesagt, worum es geht. Willst du das mal selber erklären, was wir uns da ausgedacht haben? Du steckst mich in eine Litfaßsäule. Ich steck dich in eine Litfaßsäule, genau. Was ist überhaupt nicht auffällig im Stadtbild? Eine Litfaßsäule. Also habe ich Rauli eine Litfaßsäule zum Anziehen gegeben. Guck mal, das ist eine mobile Litfaßsäule, die man mitnehmen kann. Geh doch mal rein. Und mit der sollte er eine kleine Tür aufmachen. Die wird für dich auch noch ganz wichtig werden, Rauli. Und dann sollte der so Sachen so reinnehmen. Schnell, Tür wieder zu. Das ist die Klappe, über die du dein Zeug reinholst. Und dann sollte er im Stadtbild unsichtbar werden. Und? Alles okay?
Ja. Ja, und dann ist er also los und sollte als Litfaßsäule heimlich was klauen. So. Und das Feld auch, ist auch nicht auffällig? Nein, ist überhaupt nicht auffällig. Gar nicht. Pauli? Ja? Na ja, bisher. Aua. Was aua? Na, ist es nicht, ist es halt eng. Au. Pauli, also du bist ja eine richtig schnelle Litfaßsäule, wie du da lang flitzt. Au. Es geht halt nicht noch auffälliger. Alle gucken. Nee. Nee, ist überhaupt nicht auffällig. Die Leute checken gar nichts. Ich habe das Gefühl, das ist sehr auffällig. Das ist nicht auffällig. Die Leute merken es gar nicht. Aber dann hat Rauli was entdeckt. Ich sehe schon, wie ein Typ, der steht dann da. Ich glaube, ich sollte nichts klauen. Shit. Was wolltest du denn da klauen, Daniel? Ein Mülleimer um die Ecke. Aber die beobachten mich ja jetzt schon. Und Rauli hat gesagt, die haben mich jetzt entdeckt und die gucken die ganze Zeit. Ja, meinst du, wenn du ganz lange da einfach stehen bleibst, dann vergessen sie dich jemals bewegt hast, oder was? Was sollen wir machen, also? Rauli war dann doch zu auffällig. Die Securities haben immer geschaut, da hätte man nie was klauen können. Und dann habe ich echt was gemacht. Das war richtig schlau. Caro, Rauli würde jetzt ablenken, wir würden die Handwerker rausschicken, die sollen was klauen. Dann habe ich gesagt, ich nutze Rauli als Ablenkungsmanöver und schicke Schorschi und Robin, die als Handwerker verkleidet waren, los. Und die sollten dann Sachen klauen. Schorschi und Robin sind zwei Mitarbeiter von mir. Denen habe ich gesagt, was sie machen sollen. Einfach schön, selbstbewusst das Ding einfach mitnehmen, ne? Du weißt, welchen Mülleimer, ne? Ich glaube schon. Rauli soll ablenken. Du läufst da jetzt da vor den Säulen lang. Ja. Das Gute war ja, dass alle Security-Mitarbeiter beschäftigt waren, um Rauli zuzugucken, wie er mit seiner Litfaßsäule immer von links nach rechts gelaufen ist. Hab ich zu Schorschi und Robin gesagt, hinter der Mauer, da steht ein Mülleimer. Den hätte ich gerne. Okay, hier links ist der Mülleimer. Und dann waren Georg und Robin um die Ecke. Ja, dann schnapp ihn dir. Okay, also, Marcel, das ist er. Und haben sich dann da einen Mülleimer geschnappt. Okay, klasse, ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben den Aschenbecher-Mülleimer. Sehr gut, genau. Jo. Dank Raulis Ablenkung hat tatsächlich kein Security was bemerkt. Und jetzt ganz entspannt zurück. Und dann haben die den Mülleimer tatsächlich mitgenommen. Sehr gut, super. Jetzt nichts anmerken lassen, ne? Bringt ihn zum Requisitenauto. Und dann haben es Georg und Robin tatsächlich geschafft, seelenruhig diesen Mülleimer da zu klauen, den ich so geil fand. Nur noch über diese Straße jetzt. Alle haben auf Rolli geguckt. Sehr gut. Okay. Fantastisch. Okay, Rauli hat die komplette Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja. Also hat er den genommen, ins Auto, Tür zu. Wir hatten das erste Ausstellungsstück. Bei der nächsten Idee habe ich mir Unterstützung geholt von dem Musiker Alligator. Bloß ein Schock, doch noch. Der ist Rapper, Singer-Songwriter und ein 1A-Komplize. Nachbeben. Hallo, Alligator. Guten Tag, Morgen. Grüß dich auch. Das finde ich sehr nett, dass du uns hilfst. Kein Problem. Du bist Musiker, aber du bist kein Straßenmusiker. Hast du das schon mal gemacht? Ich habe noch nie in meinem Leben Straßenmusik gemacht. Ich habe Straßenmusikern zugeguckt, ich habe Straßenmusikern Geld gegeben, aber selbst habe ich es noch nie gemacht. Er hat extra für diesen Tag einen Song geschrieben und der sollte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, damit wir währenddessen unser Ding durchziehen können. Ich glaube, Liebe kann gut funktionieren und ich probiere mal, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Während alle Leute ihm zuschauen beim Singen, sollten dann im Hintergrund Schorsch und Robin Sachen klauen. Männer, es geht los. Bis gleich. Tschüss. Er ist dann los. Stell dich mal bitte in die Mitte von dem Säulengang, Alligator. Cool. Dann soll er mal loslegen. Unbemerkt hast du dich reingesneakt. Alligators Song ging ums Klauen. Den keiner sieht. Und damit hat er dann die Leute abgelenkt. Dein Lächeln macht, dass wieder kein Alarm losgeht. Ey, bin ich denn? Dann wollten wir loslegen, aber da gab es ein Problem. Ich wollte unbedingt so ein Schild haben, so ein richtiges Prachtschild eigentlich. Und genau davor saß so eine Mitarbeiterin. Die Frau, die da am Schild sitzt, ist eine Frau vom Museum. Wenn die Frau da sitzt, können wir das Schild nicht klauen, Klaas. Da ist eine Frau vom Museum auf der Treppe. Okay. Also musste ich mir irgendwas anderes ausdenken und hab dann unsere Aufnahmeleiterin losgeschickt. Melina, geh mal zu der Frau und lenk die ab, bitte, ja? Ja, okay. Und wenn Melina die gut ablenkt, geht ihr hin und klaut das Schild. Jo, alles klar. In meiner Brust
kann man Schätze entdecken. Gab dir immer alle Codes, das perfekte Verbrechen. Entschuldigung, können Sie zu dem Museum? Ja. Kann das sein, dass das hier um die Ecke der Rapper Alligator ist? Das perfekte Verbrechen. Die Frau ist stutzig geworden und dann die Treppe hochgegangen zu einem Security. Ist das der, der vorhin schon so aggro war, ja, ne? Weil der war ja sowieso schon die ganze Zeit neugierig, weil er irgendwie gewittert hat, dass hier was in der Luft liegt heute. Warte mal, jetzt geht er runter. Wenn die um die Ecke gehen, klaut ihr das Schild. Okay. So, ah ja, ich sehe ihn jetzt. Und dann war alles unbewacht. Das war der Moment und da habe ich gesagt, jetzt! Jetzt das Schild holen. So, schnell, schnell. Georgie und Robby sind losgelaufen. Gott, dieses Schild ist riesig. Und haben dieses Schild geklaut. Die Museumsmitarbeiter waren abgelenkt. Und weg. Schnell. Wissen Sie, ob das der berühmte Rapper ist? Ja, das ist der Rapper. Ist er, oder? Ziemlich gut, oder? Schneller weg, schneller weg. Schneller, schneller, schneller. Tja, wenn man zu neugierig ist, ist nicht gut. Schön, einfach so aus dem Nichts, richtig gut. Tut das Schild schnell in den weißen Wagen, bitte, ja? Schnell ins Auto, Georgie, das Ding. Schnell ins Auto, schnell. Wir müssen hier wegfahren. Fahr los. Und kurz danach ist dieser Mitarbeiter wieder um die Ecke gekommen und ist an der Stelle vorbeigelaufen, wo mal das Schild stand. Er ist einfach weitergelaufen. Tja, ausgetrickst. Das hat Spaß gemacht. Es ist wirklich wunderschön. Es ist ein richtig schönes Schild geworden. Wir haben was geklaut und sind abgehauen. Wie bei einem Heißleben. So, das Museum ist jetzt offiziell leer geklaut. Wir fahren jetzt zum Humboldt-Forum und klauen da weiter. Eine Sache noch, wer geht jetzt zu Alligator und holt den? Singt der noch? Dankeschön, vielen Dank, danke sehr. Das war gut. Danke sehr. Dann waren wir beim Humboldt-Forum. So, hier kommt jetzt gleich das Humboldt-Forum auf der linken Seite. Und hier im Humboldt-Forum gibt es noch eine Menge Rauli. Die haben allerlei Dinge aus aller Herren Länder. Das haben die auch gerade erst alles da reingeräumt. Das ist ja nagelneu. Das Beste eigentlich, was das Humboldt-Forum zu bieten hat, sind wahnsinnig geile Stühle. Guck mal, die Stühle da, können wir die nicht holen? Das wäre doch gut, oder? Und das sind wirklich Stühle, da würde Mies van der Rohe sagen, seid ihr verrückt, die hier so rumstehen zu lassen. Max, komm mal eben. Wer ist am unauffälligsten, wenn er Stühle klaut? Klar, ein Stuhlfachmann. Guck mal, Max, du hast deine Stühle schon dabei, ne? Ja. Wollen wir kurz erzählen, was wir uns ausgedacht haben? Mhm. Und deswegen habe ich Max, meinem Mitarbeiter, eine neue Rolle gegeben, auch mit einem extra gemachten Pullover. Max ist, wie man ja auch an seinem Pulli schon erkennen kann, Stefan Stuhlmann von der Firma Stuhlmann. Ihr Stuhlexperte für Stuhl. Bei Stuhlproblemen Stuhlmann. Er ist also absoluter Stuhlexperte und er hatte deswegen schon eigene Stühle mit. Er würde jetzt mit den Stühlen, die wir da haben, zu den anderen Stühlen vom Humboldt-Forum gehen. Und dann, Max, fällt dir dein Stapel mit Stühlen um. Mhm. Kann auch einem Stuhlexperten mal passieren. Ja. Und dann musst du die halt alle wieder zusammensuchen und wieder aufeinander stapeln. Und dabei stapelst du einfach noch zwei von den Humboldt-Forum-Stühlen mit in deinen Stapel rein und gehst wieder. Das ist der Plan. Das ist genial. Das ist genial, ne? Na gut, dann mal los. Okay. Und dann ist er da mit seinem Stuhlstapel also hingegangen. So, Max? Ja? Siehst du die denn schon, die Stühle da, die du mitnehmen kannst? Ich sehe die Stühle jetzt, ja. Also guck mal bitte, ob da irgendwo Securities sind. Oh, da steht einer mit einer gelben Jacke auf jeden Fall. Der würde dich auf jeden Fall sehen, ne? Ja, der steht da auf jeden Fall, ja, der steht schon an der Ecke. Das ist praktisch der Originalstuhlmann, oder? Der passt auf jeden Fall auf. Okay, er läuft gerade rückwärts. Jetzt, komm, los, jetzt. Okay. Hier habe ich so zwei, aber die sind so schräg. Ja gut, die probiere ich jetzt. Nimm die doch einfach. Ja. Und ausgerechnet da sind ihm alle Stühle runtergefallen. Okay. Scheiße. Guck mal. Das war ein bisschen laut. Und nun war es ein einziger Stuhlsalat. Der ist jetzt die ganze Zeit abgelenkt. Du schaffst das. Und dann kam noch so eine hilfsbereite Frau. Die wollte noch mithelfen. Ich weiß. Hilfe! Ah ja, es geht schon alles. Mein Kollege kommt gleich, dann hilft er mir. Okay, dann nehmen die hier. Komm mal. Schwer Stapel. Probier ich mal den hier. Machst das sehr gut. Die hat sich dann da hingesetzt und immer so zu uns rüber geschaut.
Geh nicht auf den Wagen. Und dann ist sie noch mal zu Max gegangen. Ja, ja. Muss ich die anderen hier noch wieder draufkriegen. Aber die wollte uns nicht verpfeifen, die wollte uns helfen. Die wollte mitklauen. Ja, erstmal in die Richtung. Schnell jetzt weg, komm. Lass einfach die anderen Stühle da und komm jetzt, ja? Achtung. Hey, komm gleich, ich komm gleich wieder. Ich hol die anderen gleich. Perfekt, danke. Ja, das ist doch gut. Dann war die das am Ende. Dann kriegt die Frau den Ärger. Max, ich kann nicht sehen. Einfach weiterlaufen. Wir haben die Stühle genommen, sofort ins Auto, Tür zu, Bums weg, fertig. Wir sind im Auto. Max, ich bin begeistert, sehr gut, wunderbar. Yes. Herr Stuhlmann, das haben Sie hervorragend gemacht. Also beim Humboldt-Forum auch absolute Ahnungslosigkeit auf der Seite der Beklauten. Wir haben jetzt zwei sehr hochwertige Stühle. Das ist schön, da freue ich mich drüber. Und irgendeine Frau passt auf unseren Sperrmüll auf. Ja, und dann gab es da noch so ein Schild. Auf das bin ich schon lange scharf. Und heute sollte es soweit sein. Jetzt hole ich es mir. Benny und Ole, komm mal her. Guten Tag. Guten Tag. Uns zum Dienst. Ole und Benny waren als Bilderlieferanten verkleidet und die hat ein riesengroßes Bild dabei. Das ist witzig, oder? Dass da ein Räuber drauf ist? Und mit diesem Bild sollten sie dann zum Eingang des Humboldt-Forums gehen, das so querstellen, dass man also die Sicht verdeckt von den Leuten, die von innen nach außen aufpassen sollen. Wie lange müssen wir dann da stehen? Naja, also im Idealfall, bis wir weg sind. Und dann hat mich sogar ganz persönlich noch das Klaufieber gepackt. Brauche ich noch so einen Kopfstecker? Da habe ich mir so einen Blaumann angezogen und eine Mütze aufgesetzt und dann bin ich los. Benny und Ole, die sind dann mit dem Bild losgegangen. Wo weißt du, wo wir hin müssen? Haupteingang, oder? Da lang, ne? Warte, wir müssen drehen. Einmal drehen. Ja. Ich glaube, wir müssen in den Gang hier. Die sind mit dem Bild an dem Schild vorbeigelaufen. Und dann haben die sich so quergestellt. Wo müssen wir? Was? Oh, Heule. Und dann konnten die Mitarbeiter im Humboldt-Forum nicht mehr rausgucken. Dann sind Schorschi und ich hingegangen und haben dann die Gelegenheit gehabt, da zu machen, was wir wollen. Und wir wollten das Schild klauen. Oder gibt es einen Lieferanteneingang? Ich dachte, du hast angerufen. Oh, Digga. Ja, dann haben wir das Schild da aufgeladen. Schorschi und ich haben das also mitgenommen. Losfahren. Jetzt schnell abhauen. Sag mal, wollen wir noch so eine Blumen klauen hier? Jetzt ist aber gut, ne? Komm, einmal noch was Gutes. Und weil das so viel Spaß gemacht hat und wir noch Platz im Lieferwagen hatten, haben wir uns gesagt, jetzt räumen wir den Laden leer. Ja, dann hatten wir genug geklaut und dann hieß es, jetzt gehen wir mal in die Galerie und schauen uns mal an, wie wir das Ganze jetzt in Szene setzen und praktisch zu Kunst machen. Denn alles kann Kunst sein, wenn man es in den richtigen Kontext bringt. Da seid ihr ja schon. So, ich bin jetzt hier, das ist ein paar Tage her, ich habe jetzt hier alles so ein bisschen so in so einen Zusammenhang gebracht und habe jetzt hier die Galerie eröffnet. Freue mich, dass ihr alle da seid hier und deswegen herzlich willkommen Raubkunst von Klaas auf der Umlauf. Da drin spricht die Kunst für sich und ich rede aber währenddessen weiter. Okay, kommt rein. Wollen wir direkt hier anfangen, was erstmal aussieht wie zwei Stühle übereinander? Das ist die Reise nach Jerusalem, schlägt einen großen Bogen hinweg zu. Das sieht jetzt aus wie ein Aschenbecher, aber es ist natürlich Kunst. Weil es letztendlich auch durch die Abwesenheit am originären Platz, aber auch durch die Anwesenheit an diesem Platz hier mit uns kommuniziert. Aber das muss ich sagen, also das ist schon, das hat schon ein bisschen, also das ist schon ein bisschen mehr. Ja. Ja, ich finde es schon auch beispielhaft, ne? Also dass man auch so ein bisschen den Eingang. Ja, weiß jetzt auch nicht. Seitenschild, was wir geklaut haben.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, was soll das Ganze jetzt, da irgendwo irgendwelche Mülleimer und Schilder abzuschrauben? Im größeren Bild hinterfragen wir vielleicht auch alle gemeinsam zu wenig, was im Deutschen Museum so rumsteht. Und wenn man das nächste Mal irgendwo durch eine Ausstellung läuft und dann, weiß ich nicht, eine Statue aus Afrika sieht, dass man dann nicht denkt, oh, die ist aber toll, sondern sich überlegt, wie kam die denn hierher? Vor allem, weil wir nicht mal wissen, wie viele Kulturschätze da wirklich liegen. Ein Großteil afrikanischer Kunst ist noch nicht einmal ausgestellt. Nur 3-5% sind in Museen zu sehen. Das heißt, 95% der Objekte sind in Depots. Das heißt, sie sind im Keller. Viele Länder fordern seit Jahrzehnten vergeblich ihre Kunst zurück. Daran hat sich bis heute kaum etwas verändert. Immer noch können wir unzählige umstrittene Objekte in westlichen Museen anschauen. Ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben für die Zukunft dieser Objekte. Und wir müssen handeln, indem wir diese Objekte zurückgeben. Und zwar alles.